Ja, hallo liebe Aufrufer, ich kandidiere und ich möchte dazu etwas sagen, nämlich die Frage, warum jemand, der 61 Jahre alt ist, für eine Jugend- oder Jungen-Leute-Partei kandidiert. Also ich bin ja ein alter Pirat. Ich bin nachweislich mein ganzes Leben bereits Pirat. Ich habe mich mit dem Thema IT-Revolution von Anbeginn beschäftigt. Ich möchte es wirklich reklamieren. Ich habe bereits 1968 in meinem Studium elektronische Datenverarbeitung studiert und zum Beispiel erste Computer noch mit Steckern und Synthesizern und sowas alles mit den mathematischen Voraussetzungen des Digitalen studiert. Also, liebe Freunde, ich würde jetzt auch mich nicht mit Bill Gates vergleichen, auch der ist also kein Jugendlicher mehr. Die Frage, was wir in der Piratenbewegung machen können, ist weniger von diesen gegenseitigen Herabwürdigungen gelenkt, wie von unserer Verantwortung. Meine Verantwortung, mein Interesse, mein persönliches Interesse an der Entfaltung der IT-Revolution für Menschlichkeit im Endkampf zwischen Roboter und Mensch. Ich unterwerfe mich nicht freiwillig den Algorithmen und das ist unser Thema IT-Revolution. Das ist nicht mit Herrn Wobereit bei Frau Illner getan, der sagt, wir haben auch ein Programm, ja? Wir haben auch Computer. Das ist Unfug, der hat es nicht verstanden, auch die FDP hat es nicht verstanden. Da ist das, was Martin Delius gesagt hat, nämlich, wir haben im Grunde genommen die Idee, dass statt der Abkopplung der Politik von den Bürgern, wir versuchen wollen im Grunde genommen, die Bürger direkt zur Teilnahme in die politischen Prozesse hineinzuholen, wenn es geht mit Hilfe der Echtzeitkommunikation, dem Internet. Liquid ist ein großes Wort, denn fließend sind solche Prozesse in Wirklichkeit natürlich nicht. Aber auch wenn es das falsche Wort ist, die elektronischen Tools werden kommen und die Kommune, sozusagen die Menschen, die Wahlberechtigten, können dann mitwirken. Und das soll bis in die Parlamente hinein geschehen. Und dagegen ist doch gar nichts zu sagen, außer man verachtet die Gesellschaft, außer man verachtet die Wahlberechtigten. Man verachtet vor allen Dingen die weniger Gebildeten, die an dieser ganzen Ausgestaltung der IT-Revolution jetzt nicht mitmachen können, weil sie es nicht kapiert haben. Und die politischen Parteien gehen natürlich nach der großen Zahl, die sagen, IT-Revolution, damit können wir keine Wähler kriegen, also ignorieren wir das und überlassen das Facebook und Apple. Genau das ist der Punkt, wo wir die Piraten brauchen, wo ich Pirat bin und wo ich dann nicht die Frage des Studenten beantworten möchte, wie folgt. Ich möchte nicht sagen, die Frage, warum ich mit 60 Jahren mitwirke, ist eine berechtigte Frage. Wie wenn der Malereistudent Picasso fragt, warum malen Sie mit 83 Jahren noch ein Bild? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Da muss ich sagen, der Student fragt den Meister, dann soll er aber die Frage auch wirklich stellen. Er soll sich versuchen, als Student die Frage zu beantworten, warum Meister aktiv sind und auch sich nicht zu schade sind, die Dreckarbeit zu machen, die kleinen Sachen zu machen, alles das, mit jedem zu diskutieren, Fragen zu beantworten. So, und da möchte ich jetzt hier zu dem Punkt kommen, das weiße Engelchenhemd, also ganz konkret jetzt, die jungen Piraten, die ich ja auch persönlich ganz gut kenne, Christopher Lauer meinetwegen oder Martin Delius, der jetzt angeschossen worden ist, völlig zu Unrecht, die wollen etwas Gutes. Und die Frage, ob sie das können, kann man ja nur beantworten mit Blick auf das, was sie bisher getan haben. So, was diese jungen Piraten bisher getan haben, zeigt doch, dass sie das, was sie getan haben, können. Sei es in den Piraten in Berlin, sei es im Wahlkampf und so weiter. So, und dann möchte ich den Hinweis, wie gesagt, als Älterer doch hier machen. Schaut in Wikipedia, was mit mir war, als ich so alt war wie ihr, also mit 28 Jahren. Und da kann ich auf etwas verweisen, hier, was hier dokumentiert ist in der Zeitschrift Neue Sinnlichkeit, nämlich eine Publikation aus der Zeitung Die Welt, die Springer Welt, hat über mich einen umfangreichen Bericht machen lassen. Und Die Welt, als ich 28 Jahre alt war. Das ist hier Weltausgabe vom 13. November 1980, Neue Sinnlichkeit.
Das ist meine Zeitschrift, Weißes Engelchenhemd. Aber der Artikel ist geschrieben von Armin Mohler, Dr. Armin Mohler. Ja, der war Sekretär bei Ernst Jünger zum Beispiel. Armin Mohler war Professor in Zürich. Armin Mohler war der Vorstand der Ernst von Siemens Stiftung in München. Das ist die größte, leistungsfähigste Förderstiftung, die wir in Deutschland überhaupt haben. Armin Mohler, ein wirklich bedeutender Mann. Der hat diesen Artikel geschrieben über meine Zeitschrift, über mich. Ich lese das jetzt vor. Und zwar, um zu sagen, liebe Freunde, was habt ihr mit 28 oder mit 30 Jahren gemacht? Und ich kann auch verweisen darauf, dass ich nicht nur heute interessante Sachen mache, sondern auch in eurem Alter war ich da schon richtig festgeklopft. Nämlich so, in der Kulturpolitik ist seit einiger Zeit schon das Stichwort von einem neuen Realismus im Schwange. Der Ansatzpunkt ist klar, es ist das weit verbreitete Gefühl, dass das, was in dieser Nachkriegszeit als Avantgarde angeboten wurde, längst ein alter Hut ist und niemanden mehr überzeugt. Man sucht einen neuen Anfang auf einer einfacheren Ebene, ohne Tricks. Eine Kunst nicht für Kritiker, sondern für dich und mich. Das Weiße Engelchenhemd hier von Armin Mohler. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn konkret gesagt werden soll, wo der Weg nun lang geht. Das ist wie bei den Vorwürfen gegen die Piraten. Wir zeigen das an zwei Beispielen, heute zunächst an einer Zeitschrift, die in Abständen von 2 bis 3 Monaten herauskommt und von der seit November letzten Jahres immerhin schon 5 Hefte erschienen sind. Neue Sinnlichkeit, Ballhof Galerie, Ballhofstraße 8, Hannover. Der erste sinnliche Eindruck ist angenehm. Grüner Druck auf mattgrauem Papier, kein Reizklima. Die Untertitel steigern sich von Blätter für Kunst und Kultur über Blätter für alternative Kulturpolitik, für Ehrgeiz und Hingabe, Blätter für Luxus und Mode in der Philosophie bis hin zu Blätter für das Anderssein als Menschenrecht. Es wird hier aber nicht für sexuelle Minderheiten gestritten. Die Gruppe von Malern und Musikern, die das neue Organ trägt, wird von dem Maler Dietmar Möfs, Jahrgang 1950, animiert. Er malt Bilder, die irgendwie an die Gemälde von Ringelnatz erinnern. Eine klar erkennbare gegenständliche Welt, ohne surrealistische Falltüren, aber mit einem poetischen Witz, von dem man nicht genau weiß, ob er raffiniert oder naiv ist. Fast jedes Heft enthält Musik in Notenschrift neben den Bildern und der Text der Zeitgenossen wird überall von Leitsprüchen der Alten, von Leonardo bis Lichtenberg, eingerahmt. Das liest sich altmodisch, sieht aber im Heft gar nicht so aus. Natürlich hat die Gruppe mit einem Manifest begonnen, das in der ersten Nummer abgedruckt ist. Von dessen 17 Punkten wendet sich der erste gegen die Überreizung der Menschen unserer Tage. Die Kunst der neuen Sinnlichkeit soll einfach und liebenswürdig sein, eine heute schon fast revolutionäre Parole. Interessant die Forderung, dass diese Kunst kausale Wahrnehmung ermöglichen soll und man sich zum Prinzip des Handelns bekennt. Der 17. und letzte Punkt, die Kunst der neuen Sinnlichkeit soll Freude auf Zukunft bereiten. Man kann mir nicht verübeln, dass ich zu diesem Manifest heute noch stehe, natürlich. Und ich möchte weiterhin Freude auf Zukunft haben und bereiten. Versetzt man sich in ein anderes Jahrhundert, so nimmt sich das alles als eine Ansammlung von Selbstverständlichkeiten aus, um es nicht krasser zu sagen. In der heutigen Situation ist es jedoch der Knallfrosch unter dem Schweif des dösenden Kulturlöwen. Armin Mohler in der Welt. Eine geradezu bösartige Provokation ist die Rubrik Dank, die so beginnt. Ich bin der Bundesrepublik Deutschland dafür, dass ich denken, sagen und schaffen kann,
bis wir glücklich leben können, dankbar. Sogar in die Wirtschaft mischen sich diese Künstler ein. Zitat: Die marktwirtschaftliche Tagespolitik ist durch ihre planlose Flexibilität über kurze Zeiträume jedem System, das langzeitige Ziele verfolgt, überlegen. Gegen den etablierten Nachhut-Avantgardismus wird die Anklage erhoben, er sei umweltschädlich. Man sieht, die Provokation des Ja-Sagens hat schon Methode. Das hannoversche Lokalidol Schwitters, Vater der unsterblichen Dichtung von Anna Blume, hat das Kostüm gewechselt. Statt Collagen das weiße Engelchenhemd. Armin Mohler. So viel hier zum weißen Engelchenhemd und dazu, dass man auch mit 28 Jahren ja beachtliche Dinge tun kann. Und insofern ein langes Leben allen, die jetzt mit 28 Jahren Politik bei den Piraten machen.